Ja, geschätzte Damen und Herren, ich darf Sie als Obmann der Steirischen Milchstraße recht herzlich begrüßen. Ein tolles Fest, wie Sie sehen, viele Besucher. Die Steirische Milchstraße ist Veranstalter dieses Festes. Die Mitglieder sind hier vertreten, das sind die bäuerlichen Käseproduzenten, die Berger Milch Volzberg mit 60 Käsesorten und die Bauern haben weitere 40 Käsesorten, also über 100 Käsespezialitäten kann man hier verkosten. Mit dabei sind die weiteren Mitglieder, das sind unsere Weinbauern aus dem Bezirk, die Obstbauern, die Bäuerinnen, auch die Dorfwirte sind mit dabei mit Köstlichkeiten wie Topfenschnitten und dergleichen. Und natürlich braucht man auch Kaffee, Wein, Obstsäfte, Milchmixgetränke und auch Bier von der Brauunion ist hier zu verkosten. Ja, wir sind heute hier auf der wunderschönen Burg Oberpfalzberg beim Käsefest. Es wird hier wunderschöne Sachen geboten, wenn man schaut, die ganzen Käsebauern sind da. Wir sind mit unserem Betrieb vertreten für die steirischen Dorfwirte, die mittlerweile schon 10 Jahre im Bezirk Volzberg bestehen. Und wir haben Milchbedruckte hier, wunderbare Mörschweisen, Strudel, Kaffee und alles, was das Herz begehrt. Mit dem Zinnkäse Natur und da habe ich heuer bei der Käsepremierung mitgemacht. Da habe ich eine Bronzemedaille gemacht und beim Ziegenjoghurt Natur habe ich Silber gemacht. Ja, wir produzieren schon seit 30 Jahren circa Ziegenkäse. Ich bin der Willibald Schlosser, ich komme aus Volzberg, Kobalt. Wir haben circa 3 Hektar Obstbaufläche und wir produzieren Fruchtsäfte und wir stellen da am Käsefest heute die Fruchtsäfte aus. Die Möglichkeit besteht, ab Hof zu verkaufen. Wir sind auch in die Lagerhäuser vertreten. In die Bauernecken ist überall erhältlich. Ich bin die Wipfler Inge, Obstbau in Ligis daheim. Wir haben ca. 6 Hektar Obstbau mit verschiedensten Früchten und haben uns auf die Nektarerzeugung spezialisiert. Wir haben momentan 6 Sorten Nektar. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auf unserem Hof in Ligis oder auch in Volzberg besuchen würden. Ja, das Volzberger Käsefest ist im Terminkalender der Region und damit der Steiermark ja nicht mehr wegzudenken. Ich habe mich schon umgeschaut. Es gibt hervorragende Käsespezialitäten von den bäuerlichen Betrieben hier und man kann nur einladen, dass möglichst viele Einheimische, aber auch Gäste kommen, denn die Steiermark hat Spezialitäten, die es eigentlich sonst wo nirgends gibt. Das Käsefest auf der Burg Oberpfalzberg hat sich wirklich in den letzten Jahren zu einem tollen Ereignis entwickelt. Ich freue mich schon auf die vielen Besucher und vor allem, dass es weiter heute passt. Das Käsefest gibt es bereits das 5. Mal. 2-mal hat es leider verregnet, war trotzdem ein reger Zuspruch. Aber heute bei diesem Kaiserwetter ist wirklich ein sehr, sehr toller Besuch. Und es würde mich freuen, wenn wir Sie auch nächstes Jahr hier begrüßen dürften. Thank you.